Dann erteilen wir der Fraktion der Piraten das Wort, für die Dominik Hoppe sprechen wird. Sehr geehrter Herr Jugendlandtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. Wir reden heute über ein Thema, was uns alle betrifft. Wir reden heute über die Herabsenkung des Wahlalters von 18 auf 16. Ich danke der Jugendlandtagsfraktion der Grünen für die Einbringung und stimme der Rednerin der Grünen und dem Redner der SPD mit vollem Umfang zu. Im Jahre 1996 führte Niedersachsen als erstes Bundesland auf Kommunalebene das Wahlrecht mit 16 ein. Hier in Nordrhein-Westfalen werden die Stadträte und Kreistage bereits mit 16 gewählt. Die Verfassungskommission des Landtags Nordrhein-Westfalen befasst sich derzeit mit dem Wahlrecht. Deswegen, aber nicht nur deswegen, finde ich es gut, dass wir heute über dieses wichtige Thema unsere Meinung austauschen. Der Landtag Nordrhein-Westfalen wird derzeit ab Vollendung des 18. Lebensjahres gewählt. Er beschließt Gesetze, die nicht nur uns Kinder und Jugendliche angehen, aber auch grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen betreffen. In der Vergangenheit wurde den Jugendlichen vermehrt Freiheiten aufgezwungen, wie zum Beispiel das frühere Abitur G8. Die Jugendlichen werden nicht an Entscheidungen beteiligt. Ein Jugendparlament auf Landesebene fehlt deswegen leider noch. Die Piraten haben gemeinsam mit der SPD und den Grünen hier im realen Landtag den gedanklichen Impuls dazu gegeben. Deshalb fordern wir den Landtag mit Vollendung des 16. Lebensjahres zu wählen. Beenden möchte ich meine Rede mit einem Zitat von Abraham Lincoln, mit Zustimmung des Präsidenten. Kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regieren. Lassen Sie sich dieses Zitat einfach durch den Kopf gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, da Sie ja gegen die Änderung des Wahlrechts sind, sollten Sie sich bei der Abstimmung, sollte es dazu kommen, im realen Landtag besser enthalten. Ich habe mich gefreut, heute meine erste Rede im Hohen Haus halten zu dürfen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus